Während in der realen Welt die Fußballsaison voranschreitet, finden hochwertige Spieler ihren Weg in die Sets bei FIFA Ultimate Team. Wir nennen diese formstarke Spieler oder Informspieler. Jeden Mittwoch gibt es bei FAT ein neues Team der Woche, das Spieler enthält, die sich durch ihre realen Leistungen ein Informobjekt verdient haben. Diese Spielerobjekte verfügen über erhöhte Werte und Fähigkeiten, was sie enorm begehrt macht. Die Informspieler aus dem Team der Woche erkennt man am schwarzen Hintergrund. Informobjekte sind nach Bekanntgabe nur in Sets erhältlich. Dieser Zeitpunkt ist also ideal, um den Shop zu besuchen und Sets zu öffnen. Hast du Glück und findest ein Objekt kurz nach Veröffentlichung, kannst du es natürlich auch auf dem Transfermarkt verkaufen. Für manche bekommt man eine ganze Stange Münzen. Möchtest du einen Informspieler erwerben, solltest du Ruhe bewahren. Du kannst eine Menge Münzen sparen, wenn das Objekt häufiger wird und der Preis dafür auf dem Transfermarkt fällt. Am besten schaut man im Verlauf der Saison regelmäßig vorbei, um zu erfahren, welche Arten von Informobjekten noch so kommen. Mit der Zeit findest du andersfarbige Informobjekte vor. Das sind weitere seltene und wertvolle Spieler wie Man of the Match Spieler, Team des Jahres Spieler und sogar Legenden. Halte Ausschau nach diesen Informspielern, in Sets oder auf dem Transfermarkt, wenn du es ernst mit deinem Ultimate Team meinst. Abonniere unseren YouTube-Kanal für weitere FIFA 16 Tipps.